Kinder, das Evangelium, das was vor, sagt, dass ein Frau verloren sollte haben einen Pfennig und entzündete ein Luzernen und suchte den Pfennig. Diese Frau, das ist die Gottheit. Die Luzerne, das ist die vergötterte Menschheit. Der Pfennig, das ist die Seele. Dieser Pfennig, der muss haben drei Dinge. Und gebrist in dieser Eins, so ein ist er nicht in recht Pfennig. Er soll haben sein Gewicht und sein Materie, sein Münze und sein Bilde. Dies muss er alles von Not haben. Er muss sein von Golde oder von Silber. Das muss sein Materie sein. Ach Kinder, was Wunders ist um diesen Pfennig. Das ist wohl ein gültig Pfennig und ist ein unmäßig und ein unbegriffenes Ding um bei diesen minniglichen Pfennig. Dieser Pfennig soll haben sein Gewicht. Wisst ist, das Gewicht des Pfennigs, das ist unwiegelich. Er wiegt mehr denn ein Himmelreich und Erdreich und alle, was du innen beschlossen ist, von Gott ist in diesem Pfennig und darumbe wiegt er viel als Gott. Die Materie des Pfennigs ist die ingesunkene Gottheit, die sich mit der Überwesentlichkeit seiner unspräßlichen Minne in diesem Geist versenkt hat und in her wiederum bei allzumale gar und gar in sich selber versrunden hat und versäuft hat.